Erfahrung, um die Systematik zu haben, die Methodik, was mache ich, wie fange ich mit Anfängertraining auch an, was habe ich zu beachten, welche Übungen gibt es vor allem und wie baue ich das schön systematisch auf, dass ich auch zum Beispiel auch mehr auf Konditionen achten muss, wie soll ich die Kondition ins Training einbauen, aber vor allem auch für das Coaching während des Wettkampfs hat es mir jetzt sehr viel gebracht. Mal den C-Trainer Aufbaulehrgang geleitet. Wie hat es dir so gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen. Also es ist mein erstes Mal. Ich war schon ein bisschen aufgeregt am Anfang. Aber es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte eine wirklich sehr, sehr nette Gruppe, die auch engagiert war, die mir auch gezeigt hat, dass sie selber Spaß hatten. Und ja, die Woche ist sehr schnell vergangen, obwohl wir sehr viele Sachen gemacht haben. Das Resümee ist, ja, ist sehr zu empfehlen, dieser Lehrgang, gerade auch für den Anfängerbereich, aber auch für den fortgeschrittenen Bereich sind hier sehr tolle Ansätze und auch man kriegt sehr viel schöne Übungen, praxisnah erläutert, die man auch selber mit durchführt. Also für mich war das ein sehr gelungener Lehrgang.